Akzeptanz der Energiewende in der breiten Bevölkerung stand im Mittelpunkt der Gespräche beim Besuch des WEMAG-Batteriespeicherkraftwerks in Schwerin durch die Ministerpräsidentin. Auf die Anlage wurde Manuela Schwesig bereits bei deren Errichtung vor 5 Jahren aufmerksam. Damals galt der Batteriespeicher an der Schweriner Neumühler Straße als der modernste seiner Art in ganz Europa. Heute sind Batteriespeicher fast überall voll im Trend. Künftig soll damit die vor allem durch die Windkraft erzeugte Energie gespeichert werden. Doch die Anwohner in den ländlichen Gebieten möchten gerne mehr von den Windrädern vor der Haustür profitieren. Zum Beispiel durch den preiswerteren Strom. Das Land ist gefragt. Das muss auf Bundesebene geklärt werden. Die derzeitige Gesetzgebung läuft nicht gut, denn diejenigen, die die Windräder vor der Tür haben, profitieren nicht davon. Das müssen wir ändern. Deswegen wollen wir uns als Landesregierung einbringen in das neue Klimaschutzgesetz, dass dafür gesorgt wird, dass die, die die Windräder auch vor der Tür haben, davon versorgt werden können und dass sie vor allem geringere Strompreise bezahlen. Seit 2014 betreibt die WEMAG AG das Batteriekraftwerk in der Landeshauptstadt. Die Anlage mit einer Leistung von 5 Megawatt und einer Kapazität von 5,4 Megawattstunde war damals der erste kommerzielle Batteriespeicher in Europa. 2016 erweiterte die WEMAG die Anlage auf 14,5 Megawatt und 15 Megawattstunden. Ihr Ziel besteht nach wie vor darin, die Netzstabilität aufrechtzuerhalten.